und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Star Octa. wir müssen jetzt hier lang, oder? Was, wer bist du? Wenn du das Dorf raus... Wenn du aus dem Dorf raus willst, solltest du auf der Hauptstraße gehen. Papa sagt, die Wälder sind viel zu gefährlich. Okay. Werde ich machen, Kleiner? Hey, Mister. Hey, guter Mann, ich habe gerade mit dir geredet. Wenn du das Dorf verlässt, halt dich besser an die Straße, ja? Der Wald ist wirklich gefährlich. Okay. Ah, sorry, Leute. Tut mir leid. Musste. I'll remember that. Thanks. Ich denke daran. Danke. Süße Kleine. Hilfsbereit. Oh. Die Weltkarte. Mit R. Okay, drücke. Ja. Gut. Gegnerische Symbole erscheinen. Grün, schwere Gegner. Na, schwacher Gegner. Lila, normaler Gegner. Rot, stark. Okay. Hier willst du ein Gegner-Symbol? Beginnst du einen Kampf? Ja, das ist natürlich klar. Hörst du das Symbol von hinten? Ah, dann kann ich sie wahrscheinlich überraschen, oder? Oder wirst du von einem berührt, ist der Kampf ein Hinterhalt. Ah. Beginnen im betäubten Zustand. Das ist schon praktisch. Die Frage ist, wie schnell ich bin. Oh Gott, ist die Weltkarte groß. Da ist ein blauer, violetter. Ja, so blau-violett. Die Frage ist, hier ist sicher irgendwo Geheimnisse. Oh Gott, es werden mehr. Nee. Hier komme ich nicht lang. Nein. Laub. Hier ist doch hundertprozentig irgendwo was versteckt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Ich probiere mal einen so von hinten anzugreifen. So. Hinterhalt. Ziele wechseln, ja. Ziel festsetzen. Okay. Das Steuern zu öffnen kann in den Einstellungen angepasst werden. Was? Listenwechsel, Ziel nach dem Format der Gegnerliste im Kampf. Das Schlacht, Weltwechsel, Zeit nach dem Format, was zielt nach dem Format der Position von Gegnern auf dem Schlachtfeld. Ach, okay. Was jetzt? Perfekter Konter. Okay, A. Gegner. Augenblick eines gegnerischen Angriffs, um einen perfekten Konter auszuführen. Oh, das habe ich schon mal gemacht.
Okay. Erfolgreich. Erfolgreiche, perfekte Konter. Regeneriert 25 der maximalen MP. Je weniger LP der Charakter hat, desto mehr MP werden zurückgewonnen. Der gegnerische Schild sinkt um 1. Okay. Gescheiterter, perfekter Konter ersetzt Pulven-Negativ-Wirkung. Der Charakter bricht und kann zeitweise nicht handeln. Oh. Das heißt, wenn ich das vergeige, ist aus. Die Bonuszeige wird zurückgesetzt. Achtung, das kann zu schweren Verletzungen führen. Okay. Angriff ausweichen. Okay, ich habe jetzt einen perfekten Konter ausgeführt. Kümmere dich darum. Okay, so mit dem Kampfsystem muss ich mich noch vertraut machen. Das ist ein bisschen seltsam. Hier oben irgendwo? Ah, ich kann die Kamera jetzt so drehen. Cool. Kann ich mir das mal so ein bisschen ansehen? Da ist eine Kiste. Wusste ich's doch. Nein, 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 nein. Da oben ist auch eine Kiste. Hier ist irgendwo das Rufezeichen, aber ich schaue mich jetzt hier noch. Was ist das da drüben? Ah, da ist eine Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Ich habe jetzt nicht geschaut, was es ist. Kann ich schwimmen? Nein. Nein, 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 nein. Okay. Hier ist sonst nichts. Ui, aber Gegner, die spawnen einfach. Wie komme ich da hoch? Muss ich da hoch und dann wieder runter? Ich komme hier nicht hoch. Sorry Leute, das muss sein. Das heißt, hier ist irgendwo ein Weg. Hier ist irgendwo ein Weg, den ich nehmen kann. Ja, okay, das ist ein tiefes Gestrüpp hier. Ich sehe hier kaum was. So, blöde Frage, wie komme ich da oben hin? Da ist kein Aufweg. Springen kann ich ja nicht. Nö, kein Bock. Da, ins Bergbaudorf. Da sollten wir ja hin. Von der letzten Folge. Salvia. Kurz speichern. Nein. Ja, okay. Dann habe ich das jetzt hier. Gut, Salvia. Wer bist du denn? Was? Maschinen tun mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was? Was? Hallo. Hallo, Kleiner. Ich gehe raus.
Ah, das ist der Shop. Okay. Gut zu wissen. Da Bett. Da kann ich schlafen. Ist hier vielleicht irgendwo eine Kiste? Ich bin halt so kistengierig. Hallo. Was Portrait? Was Portrait? Portrait B? Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Hier ist noch so ein Prankzeug. Gibt es hier... Ach, das wird wahrscheinlich für alles Unterschiedliches sein. Das ist ja eine sinnvolle Tür. Hier und hier. Hallo, wer bist du denn? Vor etwa 2 Wochen hatte irgendjemand einen mysteriösen Stein in den Minen gefunden. Und weißt du was? Der Stein ist wohl glatt 50.000 voll wert. Okay, was ist geben würde, um den nur mal zu sehen. Aber es heißt auch, alle der Sohn des Bürgermeisters hat sich den Stein einfach geschnappt. Ah, okay, dann klaue ich den von ihm. Das ist eine gute Information. Ah, ich muss in die Mine. Was ist hier? Ah, Gasthaus. Wollen wir ein bisschen saufen? Nee. Lassen wir lieber. Obwohl, ich könnte mal fragen, was hier so... Hey, was ist denn los? Lastet dir was auf der Seele? Ja, so ein bisschen. Bei Problemen hilft immer ein guter Snack, um die Laune zu heben. Ja, ich glaube nicht, dass das Beste ist, was man machen kann. Oder, Leute? Ein Snack? Wieso sind hier Zwillinge? Und die sind sehr synchron. Okay. Dann ab in die Mine, oder? Ist das die? Ja, das ist die. Nein, das ist nicht die Mine. Hier muss ich rein. Oh. Das ist wieder ein alter Mann. Und hier kurz umgucken. Kann ich nicht rein? Kann ich auch nicht rein? Verzeihung. Das sieht spannend aus. Kann ich auch nichts machen. Natürlich muss ich hier alles durchsuchen. Ist klar, Leute? Aber hier ist schon gar nichts. Schatztruhe. Talisman. Ist das die Kette? Oder der Stein? Okay. Das ist ein Schaukelstuhl. Ups. Das ist aber ein sehr großes Schaukelpferd. Wer bist du? Der Stein des Meisters allen letztens beschafft hat, ist wirklich außergewöhnlich. Selbst ich wünsche, ich hätte auch einen solchen Stein. Die haben irgendwie alle irgendwas mit dem Stein hier. Ja, ich muss mit ihm reden, oder? Meister Berndard. Ja, okay. Meister Berrand ist gerade verreist. In der Zwischenzeit überwacht Meister Allen die Minen. Er ist geradezu beschäftigt, um Gäste zu empfangen. Ich wünsche einen schönen Tag.
Okay. Er ist zu beschäftigt. Ah, ja, schade. Funk geht auch nicht. Was jetzt? Well, shoot. Tja, Mist, dieser Plan ist noch unterentwickelter, als ich dachte. Nirgendwo irgendwelche Spuren, kein Signal auf meinem Kommunikator. Na schön. Schätze ich, sollte zurück nach Aurelia, um meine nächste Schritte planen. Well, shoot. Oh, well. Okay. Ja, soll ich wieder nach Hause? Kann ich in der Mine vielleicht ein bisschen graben für ein bisschen Geld? Dass ich da was verkaufen kann? Ah, hier sind wahrscheinlich Monster, oder? Ich kann hier gar nicht lang. Okay. Ich lege mich noch nicht mit den Typen da an. Ich weiß ja noch nicht, was hier so abgeht. Und was mit dem Hexenstein auf sich hat. Hier kann ich zum Beispiel nicht drehen. Hier ist die Kamera fix. Falls es euch interessiert. So. Ja, speichern. Okay. Hier ist jetzt nichts, was ich brauche. Vielleicht kämpfe ich unterwegs noch ein bisschen. Reise sofort zu Orten, Ländern oder die du schon mal besucht hast. Okay. Ah. Okay. Kann ich hier nicht einfach hin und her fahren? Schade. Also die Map sieht schon spannend aus. Aber wenn man denkt, dass das nur das Gebiet ist, dann ist es doch ein bisschen überschaubarer, als ich dachte. Aber ich gehe zu Fuß. Mich würde halt interessieren, wie ich da raufkomme. Okay, bereit deine Abenteuer vor, indem du dein Inventar prüfst oder deine Ausrüstung veränderst? Ja. Je nach Fortschritt der Geschichte kommentieren Gruppenmitglieder öfter. Okay, interessant. Ausrüstung. Rüste Waffen und Rüstung und Zauber aus oder verbessere Charakter. Okay. Elemente. Einige Ausrüstungsgegenstände sind Elementen zugeordnet oder bieten elementare Resistenzen. Es zählt immer die Vorteilresistenz. Schwach doppelt Schaden, halbierter Schaden. Voll kein Schaden. Absorption. Schaden. Heil LP. Trägt eine Charakterrüstung, die sowohl schwach als auch voll gegenüber einem Element wirkt, gibt die Resistenz voll. Okay, Alter. Das ist ein bisschen komplex. Keine? Effekt hat keiner. Ich habe da nichts. Da habe ich auch nichts. Da habe ich nichts. Da habe ich nichts. Da habe ich was. Fair. Ist Verteidigung, oder? Ausdauer plus. Habe ich jetzt zwei solche Dinger an?
Talisman? Talisman. Hm, okay. Da habe ich noch das Schwert. Lederrüstung. Hat keine Effekte. Spezialtechniken. Zauber. Techniken Zauber lernen. MP können zur Spezialeffekte ausgewählt werden. Ja, Gelegenheiten zum Lernen von Techniken Zaubern. Stufenaufstieg, Nutzung bestimmte Gegenstände nach bestimmten Ereignissen. Stelle spezielle oder Zauber zum Kampfplatz ein. Es gibt drei Arten von Spezialzaubern. LP brechen aus. Was? Ausgeglichen. Ausgeglichen? Verursacht Schaden an LP und Schild. Verursacht. Ah, okay. Ist einfach das, was beides drüber steht. Verursacht hauptsächlich Schaden am Schild. Hauptsächlich Schaden an LP. Sehe ich denn das Schild bei den Gegnern irgendwie? Standard-Einstellung für zwischen. Zwischen kann. Einzige Einstellungen. Ja, okay. Taste. Phasenkanone. Lufthieb. Okay, L. Rechts, das würde ich lassen. Links, Lufthieb. Verbessern. Kampffertigkeiten. Ja, Leute, sorry, dass das jetzt so ein bisschen blöd ist. Ich muss das halt lesen. Aber ich mache das ich mache das ja nur für mich jetzt hier so gesehen. Ihr könnt es dann auch anschauen. Gib Kampfpunkte KP aus, um Kampffähigkeiten zu lernen oder zu verbessern. Kampffertigkeiten können nur im Kampf benutzt werden. Okay. Können an- und ausgeschalten werden. Drücke X, um den Kampffähigkeiten umzuschalten. Dies gilt nur für gelernte Kampffähigkeiten. Okay. Was ist das jetzt? Bevor ich hier jetzt irgendwas mache, KP. Finte. Kraftschub. Viel Glück. Viel Glück. Erhöht Bewegungstempo. Effekt. Okay. Trance-Effekt. Steigt. Effektchance steigt. Konzentration. Effektchance steigt. Beides das gleiche. Schützt ein Beschwörung zufällig davor, von gegnerischen Angriffen unterbrochen zu werden. Ah, okay, ja. Sehe ich irgendwie? Erhöht Zauberschaden zuverlässig. Hm. Unterbrechung. Steigt, okay. Erhöht Bewegungstempo. Ja, Bewegungstempo ist auch wichtig. Mache ich mal. Zeitschritt. Effektchance steigt.
Ja komm, mach ich auch. Es fehlt nur noch ein Punkt, okay. Spezialtechniken Zauber. Gib Kampfpunkte KP aus, um Spezialtechniken zu zaubern, zu verbessern. Typisch Verbesserungen sind größere Reichweite, größere Wirkbereich, stärkere Wirkung oder mehr Treffer pro Anwendung. Okay. Lufthieb. Ah, dafür brauche ich die Punkte auch, die KP. Hm. Okay. Technik. Gucken. Kampf und Spar dabei HP. Greif sie mit allem an. Ja, komm. Lassen wir vorerst. Machen wir weiter. Komm ich von hinten ran? Okay. We can win this. Hope. LOL, war das jetzt. Halskette. Schön. 4 KP habe ich bekommen. Das heißt, ich kann bald wieder leveln. Da muss ich lang. Gibt es hier auch andere Monster? Hm. Greife ich hier noch irgendwas an? Das hier. Be careful. Take this. Wurde getroffen, aber geht. Geht. Ich habe nichts bekommen. Das hatte nichts. Aber ich werde besser. Okay. Rein da. Ah, von der Reise zurückgekehrt. Warum sind alle Leute hier versammelt? Mr. Kenny, Raina is Mr. Kenny, Raina steckt in Schwierigkeiten. Oh nein. Raina, wieso? Raina, was ist mit ihr? Mr. Kenny, Herr Kenny, kennst du den Sohn des Bürgermeisters des Nachbardorfs? So ein bisschen. Ja, flüchtig. Dann in aller Kürze. Was? Alan hat Raina entführt. Was? Taken her away. Entführt wohin? Ich traue mich kaum es zu sagen, aber er nahm sich mit zu. Ich traue mich kaum es zu sagen, aber er nahm sie mit zu seinem Anwesen. Raina hat einen aber er ist besser. Besessen von ihr. Ich hätte nie gedacht, dass er sowas so weit gehen würde. Ja. Und was steht ihr hier so rum? Wir müssen ihr helfen. Ich fürchte, so leicht ist das nicht. Alles ist der Sohn des Bürgermeisters. Er ist einer der mächtigsten Leute in seinem Heimatdorf. Ja. Wir können unabhängig eine wir können unbedacht deine Fehde von Zaun brechen. Nicht, dass ich dem Bürgermeister derartiges unterstellen würde. Natürlich, ich weiß
nur darauf hin, dass die Möglichkeit bestehen könnte. Okay. Alan hat dazu noch eine leicht... Alan hat dazu noch eine Leibwächter. Nun, er ist eine Schlägerbande. Ich fürchte, er hat alle Raufbolle der Umgebung mit seinem Geld an sich gekettet. Alan ja. Die scheinen. Die scheinen mir wirklich hartgesotten. Würde wir sie zum offenen Kampf stellen, hätten wir keine Chance gegen sie. Ja. Trotzdem. Something like this has never happened. So etwas ist noch nie geschehen. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Ja. Oh Reyna, meine Reyna. Okay, ich mach's. Dann werde ich sie retten. Ich bin nicht von hier, was ich tue, fällt nicht auf euch zurück. Ich bin nur irgendein Niemand, der sich in dem Kopf gesetzt hat, dass Reyna Hilfe braucht. Aber Herr Kenny, so ganz allein ist das doch viel zu gefährlich. Kein Problem. Ich kann das tun und ich werde das tun. Ich habe ja mein Schwert des Lichts, nicht wahr? Just wait for me, all right? Wartet einfach auf mich, in Ordnung, und macht euch keine Sorgen. Mr. Kenny. Herr Kenny, please save her. Bitte rette sie. Ich brauche meine Reyna zurück. I know. Ich weiß, ich verspreche, ich bringe sie dir wieder. Ach, ein wahrer Held. Leute, und so endet auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Ich weiß, es ist ein bisschen anders mit mir. Danke. Und tschüss.